Der Weg Schwedens in die NATO scheint endlich frei. Kurz vor Beginn des Gipfeltreffens in Litauen kam die Ankündigung vom Ende der türkischen Blockade der Bündniserweiterung. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament zur Zustimmung vorzulegen. Der NATO-Generalsekretär zeigt sich absolut überzeugt, dass Schwedens NATO-Beitritt nun bald kommt. This is good for all of us. This is good for Sweden. Sweden will become a full member of the alliance. It's good for Turkey, because Turkey is a NATO ally that will benefit from a stronger NATO. And then, of course, it's good for the whole alliance. Erdogan wirft Schweden vor, Terrororganisationen wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Ein NATO-Beitritt muss einstimmig beschlossen werden, was Erdogan in eine starke Position bringt. Kurz vor dem diplomatischen Durchbruch hatte er seine Zustimmung überraschend davon abhängig gemacht, dass der auf Eis gelegte Prozess zum EU-Beitritt der Türkei wieder aufgenommen wird. Illusorisch und von EU-Ratspräsident Charles Michel abgelehnt, auch wenn er später per Twitter Entgegenkommen signalisierte. Es gibt auch Vermutungen, dass die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, den Verkauf von amerikanischen F-16-Kampfjets an die Türkei voranzutreiben, eine Gegenleistung für das Ende von Erdogans Blockadehaltung sein könnte. Die US-Regierung hat einen Zusammenhang verneint. Im Idealfall übermittelt Erdogan das Beitrittsprotokoll nun in Kürze an das türkische Parlament. Dann muss nur noch Ungarn grünes Licht geben, was als nahezu gesichert gilt.